Hallo, hier sind Muho und sein Bodhidharma aus Osaka. Mal sehen, wie lang der Alte heute da an der Wand kleben bleibt. Ich hoffe, dass ich mehr Glück habe. Ich habe ein bisschen mehr von diesem Klebeband verwendet, weil, wie gesagt, ich darf keine Nägel in die Wand schlagen. Wie dem auch sei, ne? Beim letzten Mal endete ich mit der Frage, in den 120 Fragen heißt es, hast du 1000 Hände und Augen oder nicht? Und 1000 Hände, das soll der Bodhisattva Avalokiteshvara haben. Ne? Von den 1000 Augen habe ich so noch nicht gehört, ne? Aber Augen für alles. Ohren, auch 1000 Ohren. Ne? Also das ist ja der Bodhisattva, der auch die Stimmen der leidenden Wesen hört. Ne? Wer ist das? Und wie verwendet dieser Bodhisattva seine oder ihre? Oh je, da ist mal wieder jemand abgestürzt. Wie verwendet der Bodhisattva seine oder ihre Augen und Ohren? Wo tut er das? Wann tut er das? Ne? Und das habe ich, glaube ich, auch schon einige Male gesagt. Ne? Nach einer Weile, wenn man Koan-Praxis beginnt, am Anfang ist man baff. Ne? Ja, was willst du jetzt von mir? Ne? Willst du von mir, dass ich dir erkläre, wer denn Avalokiteshvara ist und warum er so viele Arme hat? Ja, aus Mitgefühl, um den leidenden Wesen zu helfen natürlich. Ne? Aber darum geht es nicht. Ne? Es geht darum zu zeigen, wie sich konkret hier und jetzt in diesem Augenblick die Arme bewegen. Und irgendwann kommt man aber drauf, aha, aha, so geht's. Ne? Aber die Frage, um die es heute geht, ne? Nummer 21, hast du 1000 Hände und Augen oder nicht? Richtet sich wahrscheinlich an Leute, die im Doksan-Raum problemlos die Antwort geben könnten. Kein Problem, ne? Anfängerfrage. Machen die locker, ne? Aber die eigentliche Frage ist, ja, und das eigentliche Doksan des Lebens beginnt ja in dem Moment, wo du den Schritt rausmachst aus dem Raum. Du hast deine Verbeugung gemacht vom Meister, du bist raus, freust dich, dass du das Koan gelöst hast, jetzt hast du dein neues Koan und einen halben Tag Zeit bis zum nächsten Doksan und das alte Koan ist schon vergessen. Ne? Warum hat Avalokiteshvara 1000 Arme? Das habe ich gelöst, abgehakt. Ist ja schon längst abgehakt. Ne? Denkste, ne? Denkste. Dann stehst du in der Küche, dann machst du sauber, du bringst den Müll runter. Oder du solltest es zumindest. Da steht der Abwasch in der Spüle. Wo sind die 1000 Arme und Augen von Avalokiteshvara? Hast du 1000 Augen und Hände? Oder nicht? So verstehe ich die Frage. Ne? Nummer 22. Also ich versuche jetzt ein bisschen Gas zu geben. Siehst du einen alten Buddha in einem nackten Pfeiler oder nicht? Nackter Pfeiler. Ne? In japanischen Häusern und Tempeln, ne? Also traditionell sind die ja alle mit Holz gebaut, da gibt es überall Pfeiler. Ne? Ich erinnere mich auch, das war eines der ersten Koans, die ich im Tofugoji beantworten musste. Ne? Wie kommst du rein in einen Pfeiler? Wie betrittst du einen Pfeiler? Und ich hatte schon ein paar Koans gelöst und ich dachte, das ist ja ganz einfach. Ich stellte mich so stumm hin. Und das war dann aber zu meiner Überraschung nicht die Antwort. Ne? Was? Es geht doch noch um
mich hier und jetzt, ne? Ich hier und jetzt bin der Pfeiler. Ich werde zum Pfeiler. Oder muss ich mich jetzt noch nackt ausziehen dafür? Könnte man auch probieren, ne? Aber ich will nicht zu viel verraten, aber auch selbst nackt ausziehen wäre in diesem Fall nicht die Lösung, die Antwort gewesen, ne? Wofür steht der nackte Pfeiler? Und was bedeutet es, im nackten Pfeiler einen alten Buddha zu sehen? Also der alte Buddha steht für das ewige Leben, das universelle Leben. Die Ewigkeit in diesem Moment, das, wenn du damit verbunden ist, wenn du damit verbunden bist, ne, wenn du diesen alten Buddha lebst, dann spielt es keine Rolle, ob du die Vorder- oder die Hinterbeine im Kamelkostüm spielst. Ne. Das bedeutet, dass das, genau das meint, glaube ich, auch der Savaki, wenn er sagt, lebe dein Leben wie ein Toter. Wenn er sagt, lebe dein Leben wie ein Toter, meint er nicht, du solltest immer total apathisch sein. Nee. Du bist total lebendig, aber du hast von deinem Ego, ne, das berühmte Ego, losgelassen. Und was das bedeutet, habe ich auch immer wieder jetzt die letzten Wochen über versucht zu erklären. Für mich bedeutet es, dass du nicht immer die Vorderbeine im Kamelkostüm spielen musst, sondern du kannst auch mal die Hinterbeine spielen, du kannst auch hinter den Kulissen dein Bestes tun, ne? Und der nackte Pfeiler, ne, bezieht sich genau darauf. Ne? Also der nackte Pfeiler ist dasselbe, was im Hokyo Sammai der Mann aus Holz, die Frau aus Stein genannt wird. Ne? Der Mann aus Holz singt. Wie kann ein Mann aus Holz singen? Der Mann aus Holz versucht mit seinem Gesang nicht zu beeindrucken. Er hat sich selbst losgelassen und das ist mit Holz gemeint, ne? Die Frau aus Stein tanzt, aber sie versucht nicht, sich da zu verkaufen auf der Bühne. Sie ist keine, wie nennt man das, Rampensau. Eine Rampensau ist keine Frau aus Stein. Und das ist eben gemeint mit sowohl wie ein Drache seine Klauen verbergen, als auch in diesem Fall zum nackten Pfeiler zu werden. Du bist der nackte Pfeiler, aber der alte Buddha, das kosmische Leben, drückt sich aus in diesem alten Pfeiler. Erkennst du diese Aktivität und verwirklichst du die, manifestierst du die, ne? Siehst du nicht nur um dich herum, überall in den nackten Pfeilern alte Buddhas, sondern wie ist es mit dir? Wirst du zum nackten Pfeiler, aber nicht so, ne? Und auch nicht nackt, ne? Du musst dich dafür nicht ausziehen, sondern wie kocht der nackte Pfeiler das Mittagessen? Wie bringt der nackte Pfeiler den Müll runter? Okay, noch Zeit für eine Frage. Ist es leicht für dich, den Weg zu erreichen oder nicht? Nummer 23, ne? Und die Frage, da habe ich schon ein bisschen drüber gesprochen, ne? Das ist die erste Zeile vom Shinjin-me. Und ich habe das frei oder vielleicht sollte ich besser sagen falsch übersetzt, ne? Vielleicht hätte ich sagen sollen, ist der höchste Weg für dich unbeschwert oder nicht? Ist ja ganz leicht. Und der höchste Weg bedeutet auch das höchste Satori. Ist Anuktara Samyaku Sambodhi. Ganz leicht für dich. Ist Satori wie ein Spiel für dich? Ist der höchste Weg wie ein Spiel für dich? Ein Kinderspiel. Ist Satori für dich ein Kinderspiel? Oder nicht? Und laut Shinjin-me ist es das. Du musst nur aufhören zu wählen. Und wie ich versucht habe, vor ein paar Tagen zu erklären, wählt man ja in dem Moment schon, wo man das sagt. Ne? Du musst nur auf das Wählen verzichten. Und schon ist der Weg ganz einfach. Und schon wählst du das Nicht-Wählen. Schon wählst du den Non-Dualismus
obwohl das ja Dualismus ist, zu sagen, hier, Dualismus ist schlecht, verzichte drauf, und Dualismus ist gut. Als ob das kein Dualismus wäre. Ne? Der höchste Weg wird erst dann einfach für dich sein, zum Kinderspiel sein, wenn selbst das Wählen sein Recht hat, seinen Platz hat in diesem Spiel, das wir Praxis nennen. Ne? Die Blüten fallen und du darfst traurig darüber sein. Das Gras wächst, das Unkraut wächst und das darf dich ärgern. Ja, für heute habe ich, glaube ich, genug abgehandelt. Ne? Es geht beim nächsten Mal weiter mit Frage Nummer 24. Opferst du dich in der Übung, so wie sich Erde in einem Berg opfert oder nicht? Darüber habe ich, glaube ich, auch schon in meinem allerersten Buch, im Rowohlt-Buch, geschrieben. Ne? Weiß nicht, ob das aufgenommen wurde in das Der Mond leuchtet in jeder Pfütze. Ne? Das ist eine der Fragen, die ich persönlich interessant finde. Ne? Aber da geht es dann beim nächsten Mal drum. Ne? Danke fürs Zugucken. Danke für eure Kommentare. Wir sehen uns. Tschüss.